Hallo und willkommen zurück zu South Park, die rektakuläre Zerreißprobe. Ich glaube, heute gehen wir mal endlich in die Schule. Einmal wollte ich hier nochmal eben reingucken. Hab neue Sachen auf der Karte. Im Taco-Geschäft ist man erfinderisch oder weg vom Fenster. Flasche mit Orgasmuskraft, was? Absolut sicherer Hort für Professor Chaos, wundersame Bioflüssigkeit, die mit Hilfe eines Kompass aus dem Himmel gewonnen wird. Nein, nicht Butterscream Goo. Nein! Freemans großer Käsestick. Da kommen wir einen mit. Freemans Guacamole-Kugel nehmen wir auch welche mit. Gegenmittel für Montezumas Rache nehmen wir auch mit. Sportflasche auch. Tortilla nehmen wir auch noch einen mit. Tüte mit Fritas auch. Danke sehr. Komm jederzeit wieder, während der Geschäftszeiten. Noch eins, hm? Gut, dann los. Ja komm, noch eins, das muss sein. Ja, Gott! Ah, wir können einen Filter auswählen. Nehmen wir einen Sepia-Filter. Okay, das machen wir nie wieder. Okay. Ich habe ja jetzt meine zwei Selfies mit dir. Wo lernen wir unsere nächste Furzattacke? Ich habe eigentlich erwartet, dass wir die irgendwie von Gott sogar erlernen. Aber anscheinend nicht. So, wo haben wir denn unsere nächste, den nächsten Schnellreisepunkt? Da haben wir einen, da haben wir. Können wir nicht einfach hier runter? Ich dachte, wir gehen eigentlich eher zur Schule. Ich hoffe, du hast ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Aber ich glaube, vorher können wir noch mal bei Kuhn und Friends vorbeischauen im Hauptquartier. Auf diesen Bus warten. Oh, hi. Bete zu Gott, kleines Spinnerkind. Habe ich echt Ja dazu gesagt? Und noch ein Selfie. Terra. Preise den Herrn, kleines irres Kind. Aber wenn du da Spaß dran hast, kannst du das machen. Ich mach's nicht. Guck dich mal an mit deinem vielen Speicher auf dem Gerät. Da kommt ihn auch. Roman. Influencer Level 2 abgeschlossen. Hier, Mietz, hier, Viertklässler. Was ist los? Hast du dich eingeschissen? Verschwinde! Geh weg! So, der hinten ist angewidert. Kampfvorteil! Eigentlich wollte ich alle drei irgendwie angewidert haben. Aber egal, wir haben einen Kampfvorteil. Es ist ein großer Fehler, sich mit Kuhn und Friends anzulegen. Kuhn und Friends, hey, let's go! Ach komm, wir machen erstmal die Atombeschleunigung. So, dann hauen wir ihm auf die Fresse. Und sein Kumpel genauso. Rückstoß-Kombo. Mach keine Wissenschaft raus. Leg einfach los. Darauf trinke ich. Wen soll ich quälen? Ich wähle dich. Mich nicht. Hier, kannst Moskito quälen. Kannst Blitzfreak kannst du quälen. Aber mich nicht. Ach, das ist Verbündete. Der hat mehr Energie. Du hast Fliegen zwischen den Zähnen. Lass nächstes Mal lieber den Mund zu. So, Moskito, du machst deinen widerlichen Schwarm. Das ist so eklig. Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggression. Cool, and Friends, für immer. Und die Anti was? Seid ihr echt sehr brocken. Sprich dich aus. Nee, du kotzt dich erstmal aus. Genau wie dein Kumpel. Ich bin drin. Okay.
Piu, piu. Piu, piu. Kleiner Rückschlag. Nehmt eure Medizin, Zwerge. Und der Sechsklässler, der da liegt, guckt erstmal. Nimm das, Zwerg. Hm, ist das gleich vorbei? Ist es gleich vorbei? Ja, es ist vorbei. Du hast gewonnen. Sieg. Abstoßungsfiole, Artefakt, geplatzte Pissebombe. Oh, und Währung. Und Erfahrung. Sehr schön. So, wo sind wir hier? Ein Haus weiter müsste das sein. War das hier? Nein, das hier ist doch nicht Cartmans Haus. Oder? Nein, das ist nicht Cartmans Haus. Ich hab gehört, du bist in Craigs Team. Du passt doch auf ihn auf, oder? Ja, ja. Hier können wir nichts machen. Hier ist Craigs Haus. Wo war denn Cartmans Haus? Henriettas Haus? Hä? Ach, hier ist die Schnitzeljagd. Ah, wegen den Coon and Friends Symbol war ich etwas durcheinander. Da ist Cartmans Haus, da ist unser Haus. Wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ha. Dann beeilen wir uns mal, dass wir in unser Haus kommen. Und in Cartmans Haus. Aber erstmal in unser Haus. Da müsste ja noch Geld zum Abholen sein. Oh, hallo! Halt die Fresse, Dad. Falkenbemalung, Kostüm. Verstecktes Messer, Artefakt, Assassinenanzug, Assassinenhandschuhe, Assassinenkapuze, verstecktes Messer plus 1 Rezept. Stoffbein, Greiftasche für Objekte, Ritalu Gelkapsel. Genau, ich habe nämlich noch im Ubisoft Store habe ich noch das Assassinen-Kostüm geholt, um das mal zeigen zu können. Nehmen wir die Kapuze. Die Kleidung. Und die Hände. Und die Hände zum Himmel. Die Falkenaugenmaske, nein, die lassen wir weg. Make-up. Die Falkenbemalung. Die muss aber schön dunkel. Schön dunkle Augenschatten. Machen wir das so. Haben wir noch irgendwie ein passendes Akzent-Make-up? Oder einen passenden Bart? Au ja. Wir sind jetzt ein kleiner Assassine. Artefakt. Göttlicher Verstärker, gürtende Ketten. Leider taugt das nicht unbedingt was. Ein uraltes Artefakt aus einer Fernzeit, in welcher das Gute über das Böse triumphierte und in der es sehr viele Heuhaufen gab. Das hat aber nur 10 Macht. Das heißt, dass er 30 weniger Macht. Nein, das wollen wir nicht. Neue Titel haben wir auch. Kostümsammler. Nur leider können wir ja nicht springen. Wir können also nicht in Heuhaufen springen. So, Cartman. Nein, das ist Butters Haus. Ein weiter. Genau, da. Bringen wir doch Cartman mal seine Fressalien. Wie war das noch? Fake.
gleich. Kack. Nein, Quatsch. Fick. Dich. Mom. Die Artefakte sind ein wichtiger Teil deiner Power, Kumpel. Am besten stimmst du die Artefakte auf die Kräfte ab, die du im Kampf verwendest. Bis zum nächsten Tipp. Danke, Tauli. Da können wir uns setzen. Wieso muss ich mich mit diesem Neuen rumschlagen? Ich wollte dir nur dein Essen bringen, du undankbarer Fettsack. Ich weiß nicht, dass du mir mit meinem Cousin geholfen hast, aber bis der wieder weg ist, müssen wir wachsam bleiben. Wir sehen beide ziemlich cool aus. Lass uns ein Selfie machen. Oh ja. Ein Selfie mit dem Human Kite. Bisschen rauszoomen. So. Wartest du, dass meine Laseraugen schießen? Human Kite ist kein... Keil. Spielzeug. Nicht? Top. Jimmy? Wie läuft das Leben als Superheld so? Kein Ding, Kumpel. Wuhu! Ganz viele neue Follower heute. Okay, erledigt. Super, Craig. Fass nicht den Würfel der ultimativen Zerstörung an, auch wenn da ein großer gelber Griff dran ist. Du darfst ihn nicht berühren. Okay. Okay. Das haben wir ja schon mitgekriegt, was dann passiert. Okay, aber mit ihm hatten wir ja schon. Kein Problem, schließlich hast du mich vor den Raisins Girls gerettet. Wuhu! Clyde. Ja, yeah, geschafft! Super, wir haben ganz viele neue Follower. Dann sind wir irgendwann der Mega-Influencer. So, wie viele haben wir denn überhaupt? Nein, nicht Einstellung. Wir haben 20 Beiträge, 17 folgt. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Follower erst. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre, wem wir folgen. Ah, dann folgen wir uns wahrscheinlich immer gegenseitig. Ist es Zeit für Blitzkrieg? Ja, es ist Zeit für Blitzkrieg. Blitzkrieg. Gehen wir jetzt zur Schule, oder? In der oder? Zeit hätte ich vielleicht 7 Millionen Selfies gemacht, Minimum. Ja, mindestens. Wir können ja schon mal zur Schule hin. Wir haben ja nichts anderes zu tun, oder? Wir sehen uns. Das Gespräch geht zur Schule. Abgeschlossen. Das Gespräch geht zum Schulpsychologen. Hallo, Mr. Adler. Stellst du wieder irgendeinen Scheiß an? Jede Wette. Du bist neu, hä? Ich behalte dich im Auge. Mach bloß keinen Scheiß. Mach bloß keinen Scheiß. Okay, aber mach keinen Scheiß, ja? Mach keinen Scheiß. Hab's doch gewusst, dass du Scheiß machst. Was? Okay, aber diesmal kein Scheiß. Okay. Schluss mit dem Scheiß! Ich hab doch nichts gemacht! Geht's vielleicht auch mal ohne deinen Scheiß? Ich wollte doch nur weggehen. Mach keinen Scheiß, ja. Worauf waren wir jetzt? Na schön. Ah, okay, wir haben keinen Scheiß gemacht. Wuhu! Mr. Adler. Okay, Schluss mit dem Scheiß, ein für alle Mal. Halt die Schnauze! Das ist nicht lustig. Doch. Ich warte auf den Mathematikwettbewerb. Klar, machen wir ein Selfie. Wuhu! Ashley, neuer Follower. Ja, danke. Hey, kannst du dieses Selfie bitte löschen? Außer du findest, ich sehe gut aus. In dem Fall lösche es bloß nicht. Die Bibliothek hat geschlossen und ich muss lernen. Oh. Na, wie sieht's aus? Was geht ab? Klar, ich mache 10 Selfies täglich. Wuhu! Emmy Nelson. Mensch, da haben wir aber richtig viele Follower hier heute zusammenbekommen, wa?
Haben jetzt schon 20. Jake. Kaum zu glauben, dass ich so aus dem Bett gerollt bin. Hashtag natürliche Schönheit. Wer bist du? Komm morgen wieder, ja? Schade, mit ihm können wir kein Selfie machen. Können wir hier irgendwas machen? Nein. Ein Mülleimer? Einmal kurz in die Sporthalle. Da hat jemand Chips gefuttert. Das sehe ich doch sofort. Ich will auch Chips. Da ist eine Tasche. Gegengift. Warum lassen die Leute ihre Taschen alle in der Sporthalle liegen? Verschwitzte Sportkleidung. Da ist ein Bild. No. Verwirrt von der Schule. Noch ein Bild, dann haben wir die nächste Stufe des Yaoi-Sammlers. Poster, die tatsächliche Penisgröße von Jungs. Bitte was? Dem Mobile-Smartphone zweimal. Dose, Arsch, Körperspray. Können wir auch irgendwie hinter die Treppe? Nein. Och, schade. Vorgänger konnten wir zumindest das Telefon hier klingeln lassen. Da ist noch was zum Einsammeln. Gesperrt. Nein!